So, Freunde, Black Friday ist da und ich habe mir gedacht, ich mache mal wieder ein Video dazu, denn es ist schon lange her und das lohnt sich dieses Mal wirklich. Denn es gibt, wie ihr seht, einen Haufen richtig geiler Angebote und ich habe mir ein paar davon gegönnt. Fangen wir an mit den Keramikpaketen mit 25 Slots, denn bevor ich hier alle Autos aufnehmen kann, brauche ich auf jeden Fall noch ein paar Slots. Das war klar, deswegen mussten die als erstes mal rankommen. Hier ist nichts weiter Besonderes drin. Aber immerhin die 25 Slots. Schauen wir uns gleich noch das zweite Paket an. Auch hier wieder nur für die Slots. Ich meine, Keramikpakete, schön und gut. Manchmal kann was Schönes rauskommen. Meistens eher nicht. Aber ja, ein bisschen Fuse ist immer gut. Und hier sind es immerhin zwei super seltene. So, das wären die ersten 50 Slots. Allerdings gab es da ja noch ein paar andere Pakete, die ebenfalls Slots enthielten. Nämlich die American Frontier and Japan Pro Tour Pakete. Die habe ich mir natürlich auch gegönnt. Denn für 1049 Gold kann man absolut nichts falsch machen bei einem Carbon Fiber. Und dann noch Gold und Slots dazu. Wahnsinn. Hier hat es sich direkt mal gelohnt. Der Dodge M4S ist, glaube ich, das vierte Mal, dass ich den gezogen habe. Richtig nicer Wagen. Ich habe ihn allerdings schon zweimal in der Garage, einmal verfused. Ja, ich weiß nicht, wie oft man den behalten sollte. Ich denke, mehr als zweimal muss nicht sein. Schauen wir jetzt noch in die Japan Pro Tour Paket, in das Japan Pro Tour Paket rein. Da sind es immerhin zwei super seltene und der Subaru hier. Nichts Besonderes und spiegelt auch absolut mein Glück bei diesen Packs wieder. Also die American Frontier Packs, die sind immer richtig gut bei mir und die Japan Pro Tour bis jetzt überhaupt nicht. Von daher spiegelt es das wunderbar wieder. Dann haben wir hier dieses schöne 3x Carbon Fiber. Ihr seht, die Drop-Raten sind ziemlich nice. Man hat viele Chancen auf eine legendäre Karte. Und es gibt 50 Slots dazu. Das ist echt ein heftiges Paket und hat meine Garage doch nochmal ein ganzes Stück geboostet. Und wir schauen mal rein, was uns hier Schönes erwartet. Ich habe jetzt nicht ganz mitgezählt, aber ich meine mich zu erinnern, dass es genau 9 seltene waren, so wie es sein muss. Und dann habe ich hier schon gedacht, schön, 49er, vielleicht kriegt man ja eine gratis, ultra seltene war leider nicht der Fall. Allerdings hier einen DS Crossback, dann schon 63 RQ und es kam dann leider nur noch ein 64 RQ, macht aber nichts. Die 50 Slots waren hier das Wichtige. Ja, und dann kommen wir auch schon zum Highlights der diesjährigen Angebote. Denn irgendwie, ja, gab es hier zwei Pakete mit einem garantierten Epic drin. Und da dachte ich mir, na, das kann man sich natürlich nicht entgehen lassen. Hier wieder die Drop-Raten sind ziemlich nice. Man hat so viele Chancen auf eine legendäre Karte. Da dachte ich, komm, haust du beide raus, das muss sein. Und natürlich die garantierte Epic-Karte, das ist schon nice. Also, richtig gutes Angebot, würde ich sagen. Hier natürlich noch das schöne Pack mal kurz gescreenshottet, denn ja, es hat mir gefallen. Brauchte ich für meine Sammlung. Ja, gucken wir mal weiter. Viele, viele seltene Karten. Gibt viel Cash, gibt viel, ja, Fuse-Material für die Gelben. Ja, wunderbar. Dreimal hintereinander den De Tomaso gezogen. Herrliches Ding. Weiß nicht, ob man den unbedingt braucht. Ja. Hier meine ich mich zu erinnern, dass es für mich eine gratis super seltene gab. Genau, und jetzt müssten noch 7 andere super seltene kommen. Laut Pack. Hier jetzt das erste Auto von meiner Wunschliste. Mir fehlen nur noch wenige super seltene Karten, bis ich alle habe, die man aus Packs ziehen kann. Es sind jetzt nach dem Black Friday, glaube ich, noch 18 oder so. Deswegen habe ich die alle auf der Wunschliste. Und es war jetzt auch nicht das letzte Mal, dass wir diese wunderbare Animation mit den Herzchen drumherum gesehen haben heute. Ja, bei den Ultra Seltenen habe ich es genauso gemacht. Da fehlen zwar noch ein paar mehr, aber trotzdem nice. Ja, dieses erste Pack erstmal keine Besonderheiten. Jetzt noch die garantierte Epic-Karte. Ja, muss nicht unbedingt sein. Habe ihn, glaube ich, auch zum dritten Mal oder so gezogen. Ist beim zweiten Mal schon verfused worden. Ich habe den auch beim ersten Mal nur behalten, weil, ja, ich sammle VW, deswegen brauchte ich den natürlich. Aber ob man den jetzt mehrfach haben muss, ich glaube eher nicht. Gut, hier das zweite Pack.
War natürlich leicht enttäuscht. Ich meine, das erste Pack hat das gebracht, was es versprochen hat, aber man hofft ja dann doch immer noch ein bisschen auf mehr. Deswegen zweites Pack, schauen wir kurz rein. Wieder viele, viele seltene, ganz, ganz viele. Wir haben am Ende auch nochmal einen Überblick, wie viele Karten ich jetzt von welcher Sorte bekommen habe. Ist auf jeden Fall ganz cool. So, fangen wir an mit den super seltenen. RQ40, RQ41, 42, aber immerhin auf der Wunschliste nochmal 42. Es ging nicht so pralle los. Ich dachte, jetzt könnte doch mal ein kleiner Sprung kommen. Er kam aber nicht so wirklich. 49, nochmal 49 und wir sind immer noch beim regulären Pack. Und dann dachte ich, geil, RQ57, vielleicht wird's ja was. Nochmal RQ57, nochmal RQ57, scheiße. Und dann kam aber zum Glück schon ein Epic. RQ68 Infinity habe ich noch nicht gehabt, deswegen super zufrieden. Den habe ich leider schon zweimal, aber guter Sprung. Und dann haben wir hier den McLaren. Absolut geiler Wagen, hat mich super gefreut. Das war wunderbar. Und dann gibt es hier noch die Krönung dieses Packs, den BMW X6M. Hätte ich an der Stelle gar nicht mehr mit gerechnet. Aber es ist passiert. Und jetzt holen wir uns noch die anderen 5x Carbon Fiber mit jeweils 10.000 Cash und ich glaube 10 Slots waren es. Ich habe es gerade nicht drauf geachtet, so wirklich. Also, das eben war auf jeden Fall das absolute Highlight. Das war so ein gutes Pack, das hatte ich schon ewig nicht mehr wirklich. Aber ich muss sagen, der November ist bis jetzt außerordentlich gut und reich bestückt an legendären und epischen Wagen. Ja. Finde ich gut. Und der Black Friday hat halt dem Ganzen einfach nochmal die Krone aufgesetzt. Hier wieder Wunschliste, wunderbar, nochmal Wunschliste. Ich war super zufrieden, wie viele Autos ich bekommen habe. Ich glaube, insgesamt sind es 10 oder 11 gewesen. Super seltene, die ich noch nicht hatte. Das war absolut herrlich. Und bei den ultra seltenen habe ich gar nicht aufgepasst. Ja, sieht bis dato recht gewöhnlich aus, so bleibt es auch. Der Suzuki hat mich gefreut, den habe ich erst das zweite Mal bekommen. Der hat richtig gutes Handling für seine RQ und ist mittelhoch, von daher geiles Stadtauto. Den habe ich da zum zweiten Mal bekommen und werde den auch zweimal behalten. Ja, zweites Pack von den 5x Carbon Fiber. Weiterhin erstmal nichts weiter Besonderes. Hier unten bei den seltenen hätte ich mich über einen besonders gefreut, wäre der dabei gewesen, war aber leider nichts. Ist ein Suzuki, der letzte seltene Suzuki, der mir da noch gefehlt hat. Ja, ansonsten die dritte super seltene, vierte super seltene und die fünfte gab also doch ein gratis, krasses Ding. Dodge Circuits, absolut geiler Wagen, kann man behalten. Das ist ein guter Dragster, den muss man nicht unbedingt haben, kann man aber behalten. Ein nicer Subaru und eine epische Leistung der TVR. Habe ich zum zweiten Mal gezogen, werde ich vermutlich auch zweimal behalten, bin ich mir noch nicht sicher. Ich habe den ersten auch noch nicht getuned oder so, aber ja, episch ist ja erstmal nicht verkehrt. Gucken wir weiter. Jetzt sehe ich mal mit 2, 3 in Vauxhall, haben wir auch schon öfter gezogen. 4, leider auch der falsche Suzuki. 5, 6, 7, 8, 9. 10, 15 müssten rauskommen. Das war ein guter Wagen. 11, 12, 13, 14 und wieder eine gratis super seltene. Ja, bis dato gar nicht schlecht. Und natürlich muss auch noch die 49 kommen. Also 6 super seltene immerhin. Dann ging es wieder los. 50, 54, alles nicht so pralle. 57. 59, ebenfalls wieder guter Dragster und den Opel GTC Konzept. Ja, ziemlich durchschnittliches Pack. Das hat sich nicht unbedingt gelohnt, deswegen dachte ich, komm, haust die letzten paar Gold noch für den 2010er SUVs raus, denn da könnte man ja mal noch einen gebrauchen. Ja, gucken wir rein, was wir da Schönes finden. Den Suzuki Ignis, kein schlechter Wagen, und dann den Mini, den ich leider schon habe. Dann gucken wir jetzt hier eben noch, was wir jetzt alles bekommen haben. 187 Autos sind in der Garage und ja, hier habt ihr die Übersicht. Sieht nicht schlecht aus. Ich gucke mir mal die epischen und legendären nochmal genauer an. Das hat sich ziemlich gelohnt. Ich freue mich besonders über den Audi, den BMW und den McLaren natürlich. Alles andere war ein nettes Beiwerk. Der Infiniti ist noch gut, weil ich den noch nicht habe und der Rest wird verfused wahrscheinlich. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ein Pack muss noch sein. Noch ein 5x Carbon Fiber.
Schauen wir rein. 2, 3. Der hat mir noch gefehlt, der Donkerford, da habe ich mich drüber gefreut, auch wenn der jetzt hier nur so weggeflogen ist. Weil jetzt fehlen mir tatsächlich nur noch 2 epische Donkerford, dann habe ich da alle. Bis auf den Preiswagen, aber den zähle ich meistens nicht mit. Was haben wir hier? Eine super seltene Leistung. 2, guter Sprung. Das sah eigentlich recht vielversprechend aus. RQ 49, leider nochmal RQ 49, hatten wir also wieder die 5 drin. RQ 50 fing scheiße an, ging scheiße weiter. 51, 52, habe ich mir schon nichts mehr bei gedacht. 57, okay, nicht schlecht. Dann kam allerdings die 65 und da war ich schon wieder zufrieden. Aber es gab natürlich noch die Krönung, der Apollo N. Wunderbar, da habe ich mich richtig, richtig doll drüber gefreut. Das war der Wahnsinn. Absolut geile Krönung für diesen Abend. Hab natürlich jetzt hier einige schon weggepackt. Die 2 sind jetzt neu dazugekommen. Und wie gesagt, der Apollo, richtig geiles Ding. Ich hatte das Glück, den Apollo IE zu gewinnen, jetzt in der letzten 3 Series. Und ich hatte auch schon davor den Apollo, den Preiswagen, gewonnen. Deswegen habe ich mich richtig doll über den gefreut. Ihr werdet es gleich nochmal sehen. Meine Apollo-Garage ist einfach on fire. Die 3 besten Apollo sind dabei. Und dann noch den Orangen, der eine richtig geile MRA hat. Ich war super zufrieden damit und bedanke mich an der Stelle fürs Zusehen.